Herzlich willkommen auf Mönchgut. Hier an diesem Standort wird seit 2007, also seit über 15 Jahren, das Thema Whisky sehr groß geschrieben. Was wir dafür brauchen und wie wir hier arbeiten, würde ich Ihnen gerne einmal vorstellen. Und deshalb bitte ich Sie, mir einfach in die Brennerei zu folgen. Hier bei uns in der Brennerei werden täglich 1000 Liter Maische zu hochwertigen Destillaten verarbeitet. Handwerklich werden so spezielle Destillate aus Gerste und zukünftig auch aus Weizen oder Roggen aus regionalem Anbau hergestellt. Hier sind wir im Fasskeller der Brennerei. Hier reift unser Whisky-Destillat, der sogenannte New Make, zum Whisky heran. Mindestens 3, in manchen Fällen bei uns schon bis zu 14 Jahre lang. Verschiedenste Fässer, Größe, Herkunft, Holzart, wobei unser Herz für unsere Fässer aus Küsteneiche schlägt. Holz aus Wäldern entlang des Küstenstreifens von Mecklenburg-Vorpommern. Moin, ich bin Carsten Triebe, Geschäftsführer der Störtebeker Brennerei. Der Markt für deutschen Whisky entwickelt sich rasant. In den letzten Jahren ist aus einer kleinen Nische ein echter Markt geworden und Whisky-Kenner aus ganz Deutschland suchen echte, handwerkliche, authentische Whiskys. Und genau das machen wir in der Störtebeker Brennerei seit über 15 Jahren. In diesem Markt wollen wir weiter vorne mit dabei sein und dafür benötigen wir jetzt Ihre Unterstützung. In den letzten Jahren haben wir unseren Absatz bereits verdreifacht und den gesamten Norden als Absatzgebiet erschlossen. Zum einen dank der prämierten Whiskys, zum anderen dank der Kooperation mit der Störtebeker Braumanufaktur. Um jetzt weiter wachsen zu können, wollen wir investieren. Whisky benötigt 3 Jahre und einen Tag mindestens, um zu reifen. Jetzt ist die Zeit, die Produktion und den Lagerbestand hochzufahren und dafür benötigen wir einen langen Atem und Ihre Unterstützung. Wir sind auf Erfolgskurs. Kommen Sie an Bord und investieren Sie in das nächste Kapitel der Störtebeker Whiskys.